So, bei dem schönen GT hier machen wir eine Software Stage 1 und Rennfilter. Das heißt, der Florian macht jetzt hier die zwei Rennfilter rein. Ihr seht, schöne große Filter sind drin, Ansaugung ist top. Ja. Wunderschönes Auto, bis auf die Höhe von dem Auto. Ich denke, dass der ein bisschen tiefer gehört. Ja. Ich finde original etwas zu hoch. So, Pipo, jetzt fahren wir mal ein bisschen mit dem AMG GT. Serie 476 PS und 630 Newtonmeter. Wir messen mal, gucken wir mal, ob er das hat. Aber das hat er mit Sicherheit. Was ich gespannt bin, ist auf jeden Fall Messung 100-200 in Serie und 100-200 nachher. Ja, 0-100 ist eher uninteressant, weil wir die Kraft eh nicht auf die Straße bekommen. Aber so im Großen und Ganzen ein schönes Auto, wa? Sound ist auch nicht schlecht, hä? Für Serie. Aha, hörst du das? Hörst du jetzt? Und dann müsst ihr das nachher mal anhören, wie das tut, wenn ich fertig bin. Ja, man merkt, da ist Potenzial da. El Pipo. Also eins muss man schon lassen, den Jungs von AMG. Wie man Motoren baut, das wissen die schon. Und auch wenn du es so anhörst, also wirklich mal zum Vergleich, Pipo, wenn andere Autos anhörst, ich will jetzt nichts gegen BMW, M sagen, ja, ich meine, haben auch super Leistung, alles toll, aber vom Sound her muss ich doch sagen, dass Mercedes sich am schönsten anhört. Gerade die AMG, die V8, die hören sich doch am schönsten dann von den ganzen Autos, oder meinst du nicht? Ich finde, dein Karriere hört sich besser an. Halt. Ja, ich weiß nicht, ja, Cayenne ist ja auch V8 Biturbo, aber wenn man den jetzt vergleicht mit Mercedes, hat der komplett einen anderen Klang irgendwie. Ja, ja, trotzdem finde ich, dass die AMGs sich, ja, ja, klar, sich männlich jetzt anhören. Ja, 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 klar. Die M's, die hören sich alle an wie, was soll ich sagen? Ja, also, wie ein Mann, dem ein halbes Ei fehlt. Ja. Außer M5 E60, ne? Ja gut, der M5 E60 V10, da brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Ja. Das ist ja mit Abstand der geilste Sound, den es gibt. Ja, mit dem Carrera GT auf jeden Fall. Carrera GT hat auch einen sehr, sehr geilen Sound. Auf jeden Fall, Freunde, was ich euch sagen wollte, ist, wenn die ganze Geschichte mit dem Corona vorbei ist und ich wieder normal reisen kann, dann nehme ich ein Pipo mit und dann fliegen wir zusammen nach Abu Dhabi, weil wir haben uns zwei neue Spielzeuge zugelegt. Einmal haben wir den GT2 RS, da wird man für euch ein Video machen mit einem GT2 RS Porsche. Und wir haben uns geholt einen McLaren 27S. Ja, der bekommt, also der 27S bekommt volle Hütte, alles was geht. Und der GT2 kriegt, glaube ich, nur Upgrade-Lader, ein bisschen Katz raus, Methanol. Dann gucken wir mal, was die Dinger so drücken, hä, Pipo? Mhm. Da freue ich mich schon so auf die Videos. So, Pipo, dann können wir jetzt mal messen. Also irgendwie, Pipo, erwischen wir echt immer wunderschöne sonnige Tage, wenn wir zusammen drehen, hä? Stimmt, ja. Wir müssen mal wieder bei Regen drehen. Weißt du noch, der Lamborghini, ja, in Abu Dhabi, wo es noch mal nie regnet? Das, ja, das war doch Wahnsinn, oder? Ja. So, dann gucken wir mal die 100 auf 200, wa? Pipolino, was haben wir 100, 200? 208,7. 8,7, was habe ich gesagt? 9,0? Ja. Sag ich gar nicht mal so schlecht, wa? Ja. Dann gucken wir mal, was er danach macht, wa? Jetzt gehen wir auswerten, Pipo. You don't want love, you just want companionship. Love is ugly, takes a lifetime to manage it. And only a couple seconds to damage it. Only by grace we can ever hope to manage it. You either whole or full of holes, that's just the way it go. Ain't no relationship could ever satisfy your soul. Spent a lot of time lost on this weary road, but found direction when I tore down them caps of gold. I gave my heart to girls who really didn't deserve it, all because my view of self was truly worthless. Ignoring the fact that I was purchased and drunk off the venom that's provided by the serpents. So, AMG GT Software. Was hier natürlich wieder wichtig ist, sind gerade solche Sachen wie die Zündwinkelkennfelder. Ja, ihr seht es hier. Zündwinkel in Serie schreiben die unter hoher Last wieder auf 8 Grad, 9 Grad.
das natürlich immer stehen lassen. Ja. Dann haben wir den optimalen Modellreferenzzündwinkel, den machen wir gerade wegen Getriebe, dass es nicht so arg eingreift. Dann haben wir hier die kodierte VMAX, Drehzahlbegrenzer. Ist hier, ja, wie ihr seht, hat er in Serie eine Drehzahlbegrenzung bei 7100. Wir setzen die auf 7,2, also 100 Umdrehungen weiter. Das ist praktisch die Drehmomentbegrenzung vom Motor selber für die Berechnung 650 Newtonmeter. Wir setzen das hoch auf 850. Ja, das wird er auch mit Sicherheit machen. Dann haben wir praktisch die ganzen Kennlinien, die sind 16 lang. Das ist praktisch maximales Motormoment, was er zulässt. Also man sieht es hier ganz genau. In Serie lässt er hier maximal 53% zu, 52, 49, dann fällt er ab. Ja, wir lassen das stehen auf 97%. Somit begrenzen wir eigentlich nichts, beziehungsweise weniger, ja, und können so dann mehr Druck fahren. Dazu muss man praktisch das Kennfeld anpassen von der maximalen Füllung. Ich habe jetzt hier schon eine Umrechnung drin, praktisch mit Atmosphäre. Das heißt, ich gebe dem jetzt eine Füllung vor von 2500 Millibar. Das heißt, eine Füllungsvorgabe von 1,5 Bar. Die wird er versuchen anzufahren. Wird er nicht ganz machen, weil er ein paar Faktoren noch drauf rechnet, je nachdem Temperaturen, Sprit und alles. Und wird dann so ein bisschen unter 1,5 Bar fahren. Ja, was gibt es dann noch? Noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt hier so im Video nicht sagen möchte. Ja. Natürlich kein Betriebsgeheimnis, aber das muss nicht jeder wissen. Wenn der Kunde mit dem Auto zu mir kommt, der kriegt alles komplett erklärt, von oben bis unten. Wenn es ihn interessiert, kann ich ihm alles erklären, welche Zahlen was sind, ist alles kein Problem. Der kann bei mir zugucken. Dann habe ich hier die Sachen für das Display. Displayanzeige in KW und Drehmoment, was er ausspucken soll. Das sehen wir hier alles. Ihr seht natürlich nur Matrix Bahnhof. Ja, ja, was gibt es da noch Interessantes? Klar, unser bestes Kennfeld natürlich, wo wir fast immer eigentlich haben, ist das maximale Füllung anhand von Ansauglufttemperatur. Das ist das hier. Ich gehe jetzt hier zum Beispiel mit der Füllung sogar runter, ja. Weil zulassen würde er 225%, so viel brauchen wir aber gar nicht. Dann haben wir die modellierte Abgastemperatur, die schreibe ich natürlich auf 900 Grad. Weil wir da einfach nicht fetter fahren brauchen. Hier original würde er sehen 1100 maximal, 900 reicht. Und dann gibt es noch ein paar Monitoring-Sachen, das heißt Funktionen in der Ebene 2 Überwachungen, die ich noch da mitmachen muss, sonst würde der Fehler schmeißen. Und jetzt spielen wir die Software rein, Pippo. Ich sag dir jetzt schon, das Auto wird gut gehen. Ja. 100, 200 denke ich mal eine 6,9. Und von der Leistung müssen wir knapp bei 580 bis 600 PS liegen. Also, sollen wir reinspielen, Bibo? Machen wir. Willst du mal reinspielen? Ich spiele eben rein. Steckst du das Kabel ein, ja, und drückst auf Enter? Mach ich. Oder willst du eigentlich mal eine Software schreiben? Ja. Jetzt hast du so viel bei mir zuguckt, hast so viel gelernt. Ja. Also, kommentiert mal drunter. Sollte Bibo die nächste Software schreiben? Kommentiert drunter. Wenn wirklich mehr wie 100 Leute kommentieren, Bibo soll schreiben, dann nehme ich den Bibo auf, wie der Bibo die Software schreibt. Software ist drauf. Dann gucken wir mal, wie das Ding jetzt läuft. Hä? Und was für einen Sound der macht. Hä? Ich hör's knalle, Pipo. Hast du auch gehört? Ja. Hast du gesehen, Pipo, hä? Echt ein ganz, ganz anderes Gefühl, ne? Ja. Da ist auf einmal Drehmoment da, alles, du. Was hältst du vom Sound? Mega. Mega, oder ich schalte AMG, ne? Ja. Pass auf. So, jetzt gehen wir mal messen, Bibo. Hä? Gucken, ja. Machen wir schon die Leistungsmessung. So, Bibo, bist du bereit? Messung 100, 200 mit Stufe 1 und Luftfilter. 100, 200, 6,5 Sekunden. Ist das nicht ein Wort? Und das ohne Adaption, weil wir sagen, wenn da ein paar Kilometer gefahren ist, das Ding adaptiert ja noch ein bisschen, weißt du? Also 6,500 auf 200 mit dem Bibo drin. 6,5 kann ich euch sagen, fährt ein Porsche Turbo S, meiner. Porsche Turbo S ohne Schiebedach, also wirklich leichte Ausstattung, fährt eine 6,5, 100, 200 mit 580 PS.
Und ich finde das mit dem Pipo 6,5 ohne Adaption. Das heißt, wenn ich alleine fahre und nach 200, 300 Kilometer fährt das Ding locker eine 6, 300, 200. Also von daher ist das alles tippitoppi. Das Ding marschiert richtig, Pipo. Und der Sound ist auch abartig geil. Also, wenn ein Porsche eine 6,5 macht mit 580 PS, dann muss doch das Auto jetzt, klar, weil Aerodynamik und so ist nicht so gut wie bei Porsche, vom Gewicht her müsste der ein Tick schwerer sein wie der Porsche, dann müsste der doch jetzt auch um die 600 PS haben, oder? Ja. Schauen wir mal. Jetzt gehen wir auswerten, dann sind wir soweit durch. Dann kann der Kunde gemütlich nach Hause pfeifen. Ich meine, gemütlich sowieso nicht, weil mit so einem Auto kannst du einfach nicht gemütlich fahren. Da musst du Gas geben, da wirst du gezwungen, Gas zu geben. So, das ist hier mal ein Lock von dem AMG GT. Ansauglufttemperatur ist maximal auf, also gerade beim Lauf, Drehzahlende, 33,7 Grad, das heißt, wir sind da ein paar Grad höher. Klar, wir fahren jetzt mehr Ladedruck und zwar gegenüber Serie. Also wir wissen, der hat Drehzahlende 0,7 Bar noch gehabt. Fahren wir jetzt, wenn ich das hier aufmache, Drehzahlende noch ein Ladedruck von 1,35 Bar. Ja, also das ist tippitoppi. Ja, tippitoppi. Der Lader kann es easy, also die Turbolader selber, die können so bis 1,7, 1,8 Bar locker fahren. Aber so viel Druck brauchen wir gar nicht. Das ist unnötig. So, weil wir haben natürlich die Zündung dementsprechend hochgeschrieben. Ja, da müsste der jetzt auch rein theoretisch um die 15 Grad fahren. Wir fahren hier, ja, 15, so wie ich gesagt habe. Ja, also bis Drehzahlende 15 Grad. Zündwinkelrücknahme. Haben wir maximal eine Rücknahme von minus 2,25 Grad auf einem Zylinder. Das heißt, alles im grünen Bereich bis 12,5 Grad. Ohne Bedenken. Wie gesagt, man muss immer locken, müssen nicht. Ich mache es immer. Ja, ich locke meine Autos immer vorher, nachher, weil ich sicher gehen will, dass da alles passt. Ja, dass dann nachher irgendwas um die Ohren fliegt und dann heißt ja, die Software war schuld. So kann ich zeigen hier. Software kann nicht dran schuld gewesen sein, weil es klingelt nichts, es ist alles okay. Ja, passieren kann immer was. Das hat man nicht in der Hand. Aber wenn man einen Lock hat, dann ist es sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach zum Abstimmen, wenn man dementsprechend Daten aufzeichnen kann. Eingang war 476,5 PS, 595,1 Newtonmeter. Jetzt haben wir 601,1 PS und 788 Newtonmeter. Ja, lag ich doch genau richtig, dass er so um die 600 haben muss, sonst würde er die Zeit nicht fahren, wenn der Turbo S die 6,5 fährt mit 580 PS. Jetzt geben wir das gute Stück dem Kunde zurück. Der wird sehr zufrieden sein, weil ich bin auch sehr zufrieden und nur so gehen die Kunden bei mir vom Hof sehr zufrieden. Sollen die nicht zufrieden sein, mache ich so lange, bis sie zufrieden sind. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, gell, Kinas? Also, tschüss, war schön. That's why we have to make it our aim to make sure that we are connected to God. Because when we know who love is as a noun, we'll know how to execute love as a verb.